Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP hier, euer Ding am Start. Sieht so aus, als ob wir kurz vorm Bossfight sind. Und... oh ja. Das sieht mir nach einem dicken Bossfight aus gleich. Erstmal quatschen wir mit Wulgrim. Zudem sagen wir erstmal, was geht ab, Vanilla Backe. Oh, erstmal tauschen wir die Artefakte ein. 10.000. Ich denke mal, wir werden unsere Pistole brauchen. Also erhöhen wir schon mal den Damage. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Jetzt ist natürlich die Frage. Klinge ganz sehr stark. Aktivieren wir nicht, machen wir auch nicht. Dann skippen wir einfach noch das, weil wir es noch über haben. Du handelst äußerst geschickt, mein Freund. Und ja, das war's. Ja, das ist ganz gut so. Das Ding ist, muss man das noch ausrüsten in irgendeine Waffe, das Teil? Okay, davon haben wir alles. Was ist damit? Boah, Tatsache, das muss man ausrüsten. Das ist ja super mega behindert. Dann hätten wir es gar nicht kaufen sollen. Ich dachte, der macht es einfach passiv. Okay. What the fuck? Yo. Kleinigkeit essen, sonst wäre ich krepiert. Das ist also der Stygian. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Jetzt musst du da rein und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Na, erstmal muss ich hier alle töten. Was ist jetzt los? Alter, geht sowieso eh gleich was schief. Der Bastard wird frei und wir müssen ihn öffnen. Das Ding ist, sein Mund ist zu. Warum kniet meiner? Los, Reiter! Mach das, wozu du geboren bist! Ja, kann ich ja machen, aber... holy shit! Das war nicht so geplant. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wieso kann ich nicht mehr angreifen? Ich
keine Ahnung, ob man so den Boss machen muss, aber ich mache anscheinend Hits. Weiß ich, ob ich Damage mache. Wäre mal schön zu wissen. Das ist das Ding. Ah, ich muss den irgendwo gegen. Der muss irgendwo gegen Zwiebeln. Nein, 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 nicht gegen mich, Alter. Ja, aber hier so gegen, oder? Gegen irgendwas Hartes muss der gegen Zwiebeln. Boah, Alter. Gott. Das ist ja unter mir. Der ist nicht gut. Ich muss seinen Maulkorb wegkriegen. Das heißt, ich muss den irgendwo so locken, dass der dagegen. Weil das bringt dir nichts, ne? Das macht keinen Damage, Alter. Jetzt komm mal ran hier an meine Seite, du Spast, Alter. Ich will dich hier irgendwo gegenzwiebeln. Erstmal versuchen wir es hiermit. Jetzt komm! Oh shit. Oh shit, warum bleibt der immer? Jetzt komm! Oh my fucking god, is this real life? Oh nein, du sollst nicht unter den Boden, du sollst da durch! Das meine ich, Alter. Das sind so behinderte Bosse, wenn die nicht wissen, was sie zu tun haben. Ich muss den irgendwie hier reinbaiten. Glaube ich. Hoffe ich, Mann. So, jetzt komm raus, du Spast. Dann muss ich seinen Maulkorb irgendwie... Muss ich daneben reiten und seinen Maulkorb irgendwie treffen? Hey, es hat ein paar Mal geklappt. Vielleicht muss ich das ja echt so machen. Ach, du dummes Pferd, reite neben ihm her jetzt. Ja, Mann. Och nein, nicht so dumm, Kopf, Mann. Jetzt will er uns wieder essen. War knapp. Stupid Pferd. Das war wieder knapp. Hm? So. Jawohl! Das war auf jeden Fall schon mal gut. So, wo ist der Spast? So, so, so. Ich sehe nicht. What the fuck? Ich bin verwirrt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich gerade tun soll. Soll ich die abschießen? Soll ich die angreifen? Ja, das macht keinen Sinn so, ne? Das ist mir jetzt auch aufgefallen, also weiter so hier.
Okay, sorry, ich wollte nur ein bisschen Damage machen, aber ist okay, dann machen wir kein Damage. Ich dachte, wir sind Freunde. Dann nicht? Dann nicht? Ich checke das nicht. Nicht stehen bleiben. Dummes Pferd. Dumm. Das ist ja so behindert, Mann. Du musst das mit der Pistole machen. Du kannst gar nicht da dran mit dem Schwert an die Viecher. Das ist ja super fucking retarded einfach nur. Ja, kann man den jetzt auch irgendwie so angreifen, wenn er dann hochgeht, oder muss man jetzt einfach nur abwarten? Ey, da hätte ich wieder so viel Damage machen können, ne? Das ist so eine Pissnelke. Okay, was halt macht ja richtig Bock, muss ich sagen. Kann ich mal angreifen. Wenn du Bock hast, macht der Bossfight. Jetzt kommen wieder die anderen Pisser. Das ist jetzt 3. Großartig. Ich weiß nicht, ob ich die töte oder ob die dann einfach nur chillen gehen. Das ist wohl. Ich glaube, das ist auch der längste Bossfight, aber das ist auch der behindertste. Aber bis jetzt. Man soll den Tag nicht vor dem. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo eine. Ich würde die gerne nutzen. Ich glaube, ich hab's überlebt. Ist hier wieder der Dicke am Start, Tatsache. Ja. Come on, bro. Let's do this!
So, kann er jetzt wieder normal machen, damit ich ihm Damage geben kann in dieser Phase. Ja, man. Genau. Oh, ich glaube, wir müssen ihn angreifen. Oh, B, 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 wir dürfen nicht VB drücken. Jawohl. Ich glaube, wir haben es geschafft. I think we did it. Das war der, wenn es das jetzt war, dann war das der behindertste Bosskampf ever. Das war's. Einen Lebensstein haben wir wieder erhalten. Sehr gut. Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Und doch, all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Of course. Gibt's hier noch irgendwas? Okay, gut. Ich wollte nur was schauen, ob mein Rage-Ding weggeht, wenn ich das aktiviere, aber tut's nicht. So, jetzt muss ich zum alten Vulkan-Kopf. Oder muss ich einfach nur dann nach vorne und er portet mich dann. That would be nice. Nein, okay, egal. Wir benutzen den alten Vulkan-Kopf. Hallo, Freund. Habe ich für mein Schwert irgendwelche neuen Skills? Da es Level 4 ist oder so? Dann fick mich. Fresse. Das alles haben wir hier schon abgeschlossen. Das ist ja unglaublich. Ab zum garstigen Galgenturm. Bitte, bitte, Galgenturm. Por favore. Herz abgeben. Das sind drei, noch eins fehlt. Dann hoffentlich kommen wir zum Zerstörer. Aber Samael stellt sich eh noch gegen uns und dann müssen wir den auch noch töten und den Rest auch noch töten. Das wird noch so ein Geficke, ich sehe das schon. Das ist doch typisch bei diesem Spiel. It's so typical! Naja. Mal schauen. Mal schauen. Hat nicht gerade irgendwas grün beleuchtet? Egal. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wo mein Pferd ist. Ich wollte das mal ansprechen. Ja. Eigentlich Reiter ohne Pferd ist ja auch Schwachsinn. Was geht denn hier ab, Alter? Willkommenskomitee! So, Rack. Warum habe ich hier so ein nettes Willkommenskomitee? Ich verstehe nicht ganz. Irgendetwas hat sich verändert. Ah, Samael, jetzt stehst du rechts. Aha. Seine Position gewechselt. Eines noch. Nur ein einziges. Und dann, Krieg, bekommst du deinen Thron. Silithas mit Netzen durchsetzte Höhle ist weit hinter einer großen Spalte im Ascheland. Ruin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen. Aber er wird die Strecke schaffen. Und was Silitha betrifft, reite einfach dorthin und sie wird dich finden. Die Brutmutter ist eine Sammlerin. Die meisten, die ihr Reich betreten, werden von ihr an ihre Jungen verfüttert.
Und jene, an denen sie interessiert ist, das sind die Unglücklichen. Diese bewahrt sie lebendig auf und sie können lange leben. Lange genug, um ihr Dinge zu erzählen. Man könnte sagen, sie sammelt Geschichten, Informationen. Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samael? Vorsicht, sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen. Manchmal stirbt ein Held letztendlich doch. Aber Reiter, ich mag Geschichten mit gutem Ausgang. Und jetzt bring mir das letzte Herz. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen über alles. In jedem fucking Spiel, wo es Spinnen gibt. Ich hasse Spinnen. Ach, Alter. Naja. Wir stellen uns auch dieser Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir zur Brutmutter reiten. Haut rein, ihr seid übel geil.